Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Drakensang, wo wir uns wieder durch die alten Tunnel und Gänge dieses unheimlichen Gemäuers schleichen, immer auf der Suche nach irgendwelchen Drachenkultisten, an denen wir uns vorbei exploiten können. Keine Ahnung, was uns hier noch erwartet. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ich später noch die Möglichkeit haben werde, die Kerle alle niederzuschlagen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Jost ein neuer Begleiter ist und dass wir den Schlüssel entweder nicht bei dem Drachenpriester oben am Altar finden, sondern irgendwo weiter vor uns. Oder dass wir alternativ später die Möglichkeit haben, wenn wir ganz unten angekommen sind mit dieser Schleicherei, auf dem Rückweg den ganzen Drachenkultisten hier den Schädel einzuschlagen und meine ganze aufgestaute Frustration an ihnen auszulassen. Und von daher ziehen wir erstmal weiter. Schön leise und vorsichtig um die Ecken herum, auch wenn ich das wahrscheinlich nicht muss. Mein Spürsinn sagt mir ja, dass eigentlich kein Gegner in der Nähe ist, aber hier geht es auch ein bisschen ums Prinzip. Verdammt. Und jetzt? Speichert. Ich schleiche mich erstmal auf ihn zu. Aber der bewegt sich ja auch nicht, ne? Also. Den darf ich einfach so töten, ohne dass die Quest scheitert, weil er alleine ist. Aber der andere, der durch die Gänge gegangen ist, das geht natürlich nicht. Lass das mal Vorgrim machen. Die Quest läuft ja noch wie ein Schatten. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Nehme ich einfach mal so hin. So, nur der Vollständigkeit halber einmal um die Ecke geguckt, weil hier müsste der eingestürzte Gang sein, ne? Ja. So, kommt. Die Gewölbe erwarten uns. Oh nein. Muss ich mich hier auch noch komplett durchschleichen? Gleich auch noch den falschen Weg lang. Super. Weil ich kaum was sehe und mir nicht traue, Licht zu machen, weil das natürlich beim Schleichen eher hinderlich ist. Ohne jetzt irgendwelche Story-Details zu verraten oder irgendwas, kommen später nochmal solche Schleichpassagen. Oder ist das jetzt hier für das Gebiet einmal das Gimmick und danach machen wir das nie wieder? Also abgesehen von so kurzen Sachen wie diesem Lagerhaus in der einen Nebenquest oder sowas zum Beispiel. Und
Thorgrim ohne seine Rüstung. Ganz toll. Ich versuche mein Bestes. Diese kräftigen Hunde wurden für den Kampf gezüchtet. So, Rulana, dann zeig mal, was du kannst. Du hast schon zwei Folgen lang keine Tiere oder Leute mehr gehäutet. Es wird mal wieder Zeit. Gott, mit was für Psychopathen reise ich hier eigentlich durch die Gegend, wenn ich darüber nachdenke. Ich helfe. Wenigstens gehend weiter bewegen. Aha. Schauen wir doch mal, was die lieben Hundis hier bewacht haben, was? Kinders, wir gehen. Also im Moment laufen wir tatsächlich. Aber hier hat ein Kampf stattgefunden, den keiner bemerkt hat. Die Sache ist ja, im Kampf kann man natürlich die Rüstung nicht mehr wechseln. Da die Schleichenquest bis jetzt, also sie ist nicht fehlgeschlagen, aber sie war auch noch nicht erfolgreich und deswegen gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall noch Passagen haben werden, wo wir weiter schleichen müssen. Ich nehme die Sache in die Hand. Deswegen kriegen Rulana und Thorgrim ihre schwere Rüstung auch noch nicht wieder an. In der Hoffnung, dass das nicht für die finale Konfrontation hier irgendwie ein Problem sein wird oder sowas. Keine Ahnung. Aber deswegen speichere ich ja regelmäßig ab, dass ich im Zweifelsfall dann nochmal laden und ihnen die Rüstung dann auch anziehen kann. Wird gemacht. Da unten brennt ein Feuer, deswegen kann ich mir vorstellen, dass hier vielleicht wieder Leute in der Nähe sind. Oder vielleicht ist auch der Drache hier einfach durchgekommen. Schauen wir mal. Oh, ist das, was ich denke, wer das ist? Ihr seid ein unfähiger Narwagnitz. Nichts als ein schwacher und armseliger Mensch. Die Drachenkreatur hat alle Macht entfesseln und ihre Ketten sprengen können. Nun fliegt die Afgur wieder. Aber das war nicht euer Verdienst.
Was soll ich damit zu tun haben? Seldrakon hat versagt. Er war dafür verantwortlich, die magische Barriere aufrechtzuerhalten. Wenn er sich nicht hätte enttarnen und töten lassen... Das war dieselbe Person, die schon in Firdok unsere Pläne durchkreuzt hat. Firdok war eure Verantwortung, Wagnitz. Ihr hättet das schon dort beenden müssen. Aber das Ritual wurde beendet. Der Dämon hat sich mit Jafgur vereint. Er ist schwer kontrollierbar, aber von gewaltigem Zorn. Okay. Was werden wir nun tun? Wir, Wagnitz. Ich werde andernorts gebraucht. Aber ich frage mich, wer euch zuerst holen und eurem jämmerlichen Dasein ein Ende setzen wird. Die Hexen? Die Inquisition? Oder doch der Störenfried aus Firdok? Ihr? Bei allen Niederhöllen. Was habt ihr hier zu suchen? So viel zu schleichen, ne? Wunderbar. Castan Wagnitz, endlich werdet auch ihr für eure Verbrechen büßen. Verbrechen? Ihr macht mir Spaß. Wer glaubt ihr zu sein? Die Stadtwache? Oder wer? Klärt mich auf, worum geht es hier eigentlich? Nein, da steckt er nicht hinter. Das hatten wir doch schon. Ach Mann. Ey, das... Dass die Schreiber dieser Geschichte davon ausgehen, dass wir absolut stumpfsinnige Vollidioten sind und eins und eins nicht zusammenziehen können, dass Ardo von. Dass der Mord an Ardo nichts mit diesem Drachenkultisten-Gescheiß zu tun hat, sondern mit diesem Handelskrieg im Hafen. Das ist sowas von offensichtlich. Warum müssen wir den Idioten spielen? Das hat mich damals schon geärgert und es rischt mich immer noch. Uff. Tut nicht so scheinheilig. Ihr seid der Kopf der roten Schlechter. Ihr steckt hinter den Morden in Firdok. Und wenn schon, was kümmern euch schon die Leben von ein paar unbedeutenden Kröten? Oh Mann, ich hab gedacht, ich komme vielleicht irgendwie um diesen dämlichen Dialog herum, aber nein. Ja. Eine dieser Kröten war ein Freund von mir. Ihr habt offensichtlich Ardo von Eberstamm getötet. Ich meine, sein Name stand natürlich nicht auf eurer Opferliste. Und der Modus operandi war auch irgendwie anders. Und ihr habt ja schon mal gesagt, dass ihr es nicht gewesen seid. Und es macht viel mehr Sinn, dass er bei diesen Intrigen im Hafen irgendwie verwickelt wurde, was aufgeklärt hat, was er nicht sehen sollte und deswegen ermordet wurde. Aber ich bin ein absoluter Vollidiot und total stumpfsinnig und gehe deswegen davon aus, dass ihr das trotzdem gewesen seid, obwohl alle Beweise, die wir in unseren Ermittlungen jemals gefunden haben, etwas anderes belegen. Ma! Ardo von Eberstamm. Zugegeben, der Name ist mir ein Begriff, aber ich muss euch leider enttäuschen. Mit seinem Tod hatte ich nichts zu tun. Das begreife ich nicht. Wer hat denn Ardo dann ermordet? Voll kompliziert, Mann. Ach, Mann, ey. Was kümmert mich das? Ihr hättet besser euer Orakel befragt, als mich damit zu behelligen. Aber langsam bin ich des Redens müde, Zeit für euch zu sterben. Und nach euch werde ich mich noch dieser falschen Schlange Noldrokon entledigen. Ihr habt wirklich keine Gelegenheit mehr gehabt, die Rüstung anzulegen, ne? Das muss jetzt also so gehen. Ich versuche mein Bestes. Mandaya Banda. Ein Schwert. Lass das mal Vorgrim machen. Amazone voraus. Ich versuche mein Bestes.
Warum kann er das gerade? Achso, kann er auch vorne. Ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. So, mal schauen, gucken, warum? Gute Entscheidung. So, und dann versuchen wir es nochmal hier, ne? Ich meine, ja, wenn wir eine Rüstung anhätten, dann würde das wahrscheinlich ein bisschen besser laufen hier, aber... Also ich gehe jetzt stark davon aus, dass er halt so ein Gegner ist. Ja. Saranar Ayorla. Bei dem ich nicht mit Wunden vorankomme. Weil es ist ja quasi ein Bosskampf, ne? Aufgepasst. Doch, er kriegt Wunden. Alle mal hergehört. Ei. Achso, es steht noch nicht wieder so. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Mandaya Yoai Banda. Ich weiß nicht, warum sie den Heiltrank nicht getrunken hat, als ich ihr den Auftrag dazu gegeben habe. Lass das mal Vorgriff machen. Ich mach das schon. So, als allererstes die Rüstung wieder an. Dann lecken wir uns kurz unsere Wunden. Feya Tara Gra. Das ist immer noch nicht abgeschlossen hier. Kastan Wagnitz. Ich soll Graf Grovin vom Tod Kastan Wagnitz berichten. Amazone voraus. Ich gehe mal davon aus, wenn ich das Buch entgegennehme da. Wo ist denn da? Malgoras Ansprache. Schwärmt aus! Kehrt das Unterste zu Oberst! Findet den Schatz aus der Drachenzeit! Das adamantene Herz kann sich vor uns nicht verbergen. Es wird unser sein, zur höheren Ehre des Gottdrachen. Dann werden die Völker zittern. Dann werden wir Aventurien in Sklaverei führen, von Küste zu Küste, vom ewigen Eis bis zu den dampfenden Wäldern. Deus Draco, Umbracor Ardacurion, Dominus Posteritatis. Me exaudet. Schneid. Ein ungewöhnliches Kurzschwert aus blauem Stahl mit einem eingesetzten Edelstein. Die Schneide ist überaus scharf, aber es ist halt wieder ein Schwert. Ne? Wir haben immer noch keinen vernünftigen Schwertkämpfer. Ich hoffe, wenn ich jetzt dieses Buch hier, das dürfte ja wohl das Buch sein, wegen dem wir hier sind, ne, das Buch der Schlangen. Und wenn ich das jetzt an mich nehme, ist hoffentlich die Schleichquest erledigt und dann kann ich oben aufräumen.
Nachdem ich teilweise selbst an der Erfüllung der Mission gezweifelt habe, ist es mir doch geglückt. Jetzt heißt es auf nach Ferdok zum Hesindetempel, die frohe Botschaft überbringen. Ja, und abgeschlossen ist wie ein Schatten. Die Kultisten können sich selbst hinter den starken Mauern ihrer Burg nicht mehr sicher fühlen. Der Widerstand hat begonnen. Sehr schön. So, Sindway ist jetzt Stufe 9. Lass das mal vor. Vorgrim auch. So. Aber wenn ich jetzt nicht mehr schleichen muss, dann gibt's jetzt volles Brett aufs Maul. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir müssen ja auch den Magier noch retten, ne? Hat was auf dem Boden. Falscher Weg, da geht's hoch. So, meine Lieben. Allen voran natürlich erstmal der Arschkeks, der mir in der letzten Folge so viel Frust verursacht hat. Wo bist du? Zeig dich. Patrouillierst du hier noch? Jo. Warte. Tier, du wartest bitte auch. Da ist eine Falle. Dummes Tier. So. Aber der Kerl an sich hatte halt keine Schnitte. Ach, guck mal, da wäre noch ein Wachraum gewesen. Okay. Sehen meine Nahkämpfer da im. Meine Fernkämpfer im Nahkampf. Aber die sind so schnell weggeflutscht hier. Mein Atem geht ruhig. Ja. Also ich werde auf jeden Fall als nächstes Konstitution, Widerstandskraft unserer Gruppe sowas dann steigern. Plündereien beginnen jetzt. Ach, da ist eine Falle. Das ist ja niedlich. Das ist ja schon fast niedlich. So, der hatte es auf jeden Fall verdient, die Sau. So, jetzt hier den Wachraum. Ich nehme die Punkte mit, bin doch nicht doof. Für Geronimo! Bei Angroschbart! Die können ja nicht mal wirklich was. Bei meiner Axt! Da haben wir schon deutlich schwierigere Gegner bezwungen. Ja? Bei Angroschbart. Ich habe den Kampf mit einfachen Hausratten überlebt. Da werde ich ja wohl das hier überleben. Sanya. Saranar Ayorla.
einmal ausnehmen hier, die Bande. Jetzt können wir natürlich auch noch die Fässer kaputt machen hier. Da steht ja noch eine Truhe. Hatte ich die auch schon geplündert? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Yandra Aikara. So, Rache ist Blutwurst. Oh, da sind wir schon fast durch hier, wa? Den ganzen Loot mit. Wir haben inzwischen eine komplette Level 9 Truppe. Was ich bei Gwendala natürlich als allererstes erhöhe. Das hilfreiche Tatze. Armatrutz. Und irgendeinen hatte ich noch, aber ich habe ihn vergessen. Egal. Balsam Salabunde kann man jetzt alles wieder eine Stufe hoch. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So, kommt Leute. Der Priester wartet. Ach, der steht hier jetzt ganz alleine? Das ist ja quasi schon enttäuschend. Ein Tagebuch. So. Den Weg raus aus der Burg, den machen wir jetzt. Die Burg machen wir jetzt fertig. Sie haben mich aus der Bibliothek komplimentiert, bevor ich die wichtigen Passagen des Kompendium Dracomagie kopieren konnte. Gesäß schmerzt noch immer. Auch hier in Punin sind sie also, die seelenlosen Lakaien der Orthodoxie. Wie in der Kuslika-Bibliothek, wie im Tempel der Sonne zu Gareth wollen sie meine Forschung behindern. Doch Erleuchtung wird ihnen zuteil werden, wenn das adamantene Herz erst mir gehört. Was ich gelesen habe, muss ich mühsam aus dem Gedächtnis hervorbringen. Meine letzte Kraft opferte ich für den Ban Baladin Cantus, damit mir der Bibliothekar das kostbare Werk aus den versiegelten Kammern brachte. Denn natürlich hatte ich diese seelenlose Lakai der Orthodoxie verweigert. Notiz an mich. Memorans Taumatursum anfertigen lassen. Die Worte Ferdrodons, des großen Verkünders der Wahrheit zum adamantenen Herz, will ich hier zusammenfassen, ohne dass sie ihr Feuer verlieren. O Hesinde, schenke mir klaren Geist. Abstractum CD Contentum P. Seiten 237 bis 238, vielleicht auch das Jahr. PD komplett. Kontempliert über sein Gespräch mit Agapir. Draconis Magante, ab Memoria, Commentarii in Parenthese. Es gibt einen Stein, geboren aus dem Herz des Lapis Philosophorum. Der ist nicht gedacht für die jungen Völker und Teil der alten Äonen von Drachen und Riesen. Er ist Cor Arcanum, das verschwiegene Herz, und Cor in Umbris, das Herz in den Schatten. Hinweis auf Lage des Herzens, Finsterkamm, versteckt vor aller Welt.
Er ist Cor Salutare, denn geschaffen wurde er zum Heil der Schöpfung. Und er ist Cor Konvaleszenz, denn wer ihn nimmt, wird erstarken und die Mächte der Welt untertan wissen. Vor allem anderen aber ist er Cor Intemperentia, denn er vermag in unseren Händen Dinge jenseits unserer Ahnung zu vollbringen. Er verwandelt Blei in Gold, er erhöht Sterbliche zu Unsterblichen, er befreit Magie zur Freizauberei, er lässt Willen zur Schöpfung werden, Frage zu Wissen und Suche zu Weisheit. Geheißen aber soll er werden Cor Adamantinum, das adamantene Herz, denn er strahlt in magischem Feuer und sei jeder Kreatur von Geist das Desiderium Ultimum. Zwerge schürfen nach dem Stein, Menschen reisen auf seinen Spuren und auch Drachen begehren ihn, um ihn dem Drachenkaiser darzubieten. Aus dem Werktagebuch des Alchemisten Pelurios Panzucolo, 982 nach Bosparans Fall. Okay. Ich überziehe heute ein bisschen. Wir holen jetzt gleich den Magier nach unten raus. Ich will das Gebiet hier in der heutigen Folge dann abschließen. Wir müssen ja quasi nur noch raus. Und dann das Gebiet verlassen, ne? Vielleicht gibt es oben noch einen Kampf oder irgendwas, aber im Prinzip sind wir, glaube ich, hier fertig. Dann starten wir dann die nächste Folge quasi mit der Rückreise. Die Tür lässt sich wohl wirklich nur mit Humberts Schlüssel öffnen. Das hat dem Magier sicher das Leben gerettet, aber jetzt wird es Zeit, ihn da rauszuholen. Warum soll es das Leben gerettet haben, wenn die Kultisten den Schlüssel hatten? Das fand ich sowieso dämlich. Also einer der Kultisten hat den Schlüssel, aber nicht, weil die Kultisten haben die Tür aufgekriegt. So dumm einfach. Jetzt mal ganz ehrlich. Da seid ihr ja wieder. Schnell, lasst mich hier raus. Ich habe den Schlüssel gefunden. Fantastische Neuigkeiten. Bitte lasst mich hier raus. Und was genau habe ich davon? Lasst mich nachdenken. Ich nehme an, dass ihr kein Freund dieser Drachenanbeter seid. Sonst hättet ihr schon längst die Tür aufgesperrt und versucht, mich auf euren Opferaltar zu zerren. Ihr seid also wahrscheinlich ein Abenteurer, der sicher noch einen Kampfmagier wie mich in seinen Reihen gebrauchen kann. Und ganz zufällig bin ich einer der fähigsten Magier in ganz Nostria. Also was sagt ihr dazu? Ja, keine Ahnung, das hängt davon ab, kannst du mit einem Schwert umgehen. Also gut, ich lasse euch raus. Habt ihr es euch anders überlegt? Soll ich euch nun doch begleiten? Ihr könnt euch mir gerne anschließen, aber nicht jetzt im Augenblick. Reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus am Praiosplatz auf mich. Nach Ferdok? Hm? In Ordnung. Ich werde sofort aufbrechen. Wir sehen uns dann dort. Ich habe ja auch noch diesen Schlüssel von dem Humbert, ne? Jost war sehr dankbar, dass ich ihn da rausgeholt habe. Er möchte sich mir bei meinem Abenteuer anschließen. Der war ja auch für die Vorratskammer hier irgendwie, ne? Das ist wahrscheinlich diese Truhe hier, ne? Ja. Ja. Sehr schön alles. Sehr, sehr, sehr schön.
Frau Grimm, wärst du so freundlich, einmal zu gucken? Ein Ring des Fex. Ein schöner magischer Ring aus einem seltenen bläulichen Metall, der die Fingerfertigkeit des Trägers auf wundersame Weise erhöht. Ich mach das schon. Ei. Ein Zwerg, ein Wort. Sanja. So, damit sind wir jetzt hier unten auch fertig, glaube ich. Habe ich hier tatsächlich einen Wachraum übersehen? Kann das denn sein? Dann klatschen wir die auch noch weg hier. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich mich da großartig in den Konflikt einmischen muss. Aber dann ist diese Gruppe der Drachenkultisten hier ausgerottet, oder? Da kommt mal alle da von den Leichen runter. Sprich, Freund. Damit unsere Elfe die Leichen plündern kann. Ja, reingeschlichen hatte ich mich hier, ich erinnere mich. So, wie voll sind denn unsere Inventare? Ja, Vorgrim und Gwendale haben noch ein bisschen Platz. Für die Rückreise nach Ferdok, wisst ihr? Mir wurde ja nahegelegt, mir da eine bestimmte Zufallsbegegnung mitzunehmen. Was auch der Grund sein wird, wieso ich die Folge beende, bevor wir das Areal verlassen. Damit ich für die Rückreise dann dieses Event forcieren kann. Damit würden wir dann quasi die nächste Folge starten. Auch wenn ich mir damit jetzt natürlich die Möglichkeit genommen habe, mit Kladdis oder Jost jetzt hier noch irgendwelche Zauber zu lernen, ne? Weil ich ja hier nicht mehr zurück kann dann, wenn ich jetzt gehe. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay, die werden wir irgendwann später nochmal irgendwo lernen können, denke ich. Gehen noch zum Gebietsausgang runter, falls noch irgendwas passiert. Auf dem Weg jetzt. Aber ansonsten denke ich, können wir nach Ferdok zurückkehren jetzt. Was dann natürlich auch bedeutet, dass wir die Händler und das alles wieder durchgucken müssen. Wurde mir ja gesagt, wenn wir das Gebiet erledigt haben, dann ändern die nochmal ihr Sortiment. Dann müssen wir nochmal gucken, ob wir vielleicht den einen oder anderen interessanten neuen Ausrüstungsgegenstand finden. Gerade vielleicht auch bei dem Störebrandhändler oder so. Wir werden ja wahrscheinlich in Ferdok wieder ein bisschen was zu tun haben. Zumindest was diesen Handelskrieg dann auch angeht. Tja, und ansonsten haben wir es an dieser Stelle erstmal geschafft. Das waren die Blutberge. Da hinten geht's zum Fürstentum Kosch. Deswegen würde ich mich jetzt hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Das war Drakensang für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, wenn wir die lange Heimreise nach Ferdok antreten, auch wieder mit dabei wärt. Bis dahin sage ich an dieser Stelle aber erstmal Tschüss. Und bis dann.